Wir müssen hinter die Fassade gucken. Es hilft nichts. Das Gute wollen wir ja sehen. Ich lebe gerne in Deutschland, keine Frage. Es gibt Gutes, aber die Probleme dürfen wir nicht ignorieren. Wir sollen unser Christsein, sagt Luther, vor Ort leben, da wo wir sind, im Wohnheim, in der Familie, im Betrieb, in der Schule. Aber wir sind gehalten, hinter die Fassade zu gucken, nicht Wegseher zu sein, sondern Hingucker. Nicht Zuschauer, sondern Einmischer. Klar im Glauben an Jesus Christus, der uns hält und Mut gibt, uns einzumischen in die Welt. Also ich bin auch auf dieses Thema gekommen, eben als Erlassia-Mitgründer, weil ich gesehen habe, wenn wir schon Erlasse gemacht haben im Jahr 2000 und danach, dann haben insbesondere wir als öffentliche Schuldner den Entwicklungsländern Schulden erlassen. Das führt aber dazu, wenn man sich das kritisch anguckt, dass die Entwicklungsländer nach wie vor die privaten Schulden bedienen können. Das heißt, die wenigen Vermögenden bei uns im Norden kriegen weiterhin ihre ganzen Zinszahlungen aus den Entwicklungsländern, weil wir öffentlichen, wir staatlichen Schuldner auf unsere Zinsen und Schulden verzichtet haben. Das bleibt natürlich eine große Ungerechtigkeit. Und statistisch ist es so, dass seit 1990 die Entwicklungsländer mehr Geld an uns Industrieländer zahlen, als sie von uns bekommen. Also seit 2000 ist es so, dass sie jährlich mindestens 150 Milliarden Dollar an uns zahlen, weil einfach die Zinsen inzwischen so hoch sind, während sie nur um die 50 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe bekommen. Das heißt, wir haben schon längst nicht mehr ein System, wo wir Reichen den Armen helfen, sondern so wie wir es inzwischen in Europa auch sehen, dass wirklich die Armen dauernd an die Reichen zahlen. Und Friedrich Merz hat es 2004 schon gesagt, wir können nicht weitere Schuldenerlasse machen, weil wir auf diese Zinsen angewiesen sind, um selber unseren Bundeshaushalt zu finanzieren. Die Zinsen, die wir von Entwicklungsländern, von den Armen kriegen. Und so ist ja heute auch, wenn die Zinsen und Rückzahlungen aus Griechenland, Spanien ausfallen würden, könnten wir natürlich auch keinen ausgeglichenen Haushalt, weil wir inzwischen selbst so viele Zinsen zahlen. Aber wo geht das hin? Es wird im Armutsreichtumsbericht immer davon gesprochen, dass in Deutschland oder in Industrieländern inzwischen 50% der Vermögen in 10% hin. Genau, in der Hand von 10% der Bevölkerung sind. Was aber nie gesagt wird, ist, dass das Statistische Bundesamt da ein kleines Kreuzchen dran macht und sagt, die 240.000 reichsten Haushalte in Deutschland sind in dieser Statistik noch gar nicht enthalten. Weil die füllen nämlich gar keine Fragebögen aus, da kann man gar keine ordentliche Statistik drüber machen. Das heißt, wenn ich habe mit den entsprechenden Leuten im Bundesamt telefoniert, wenn man fragt, wie ist die tatsächliche Vermögensverteilung, dann ist es so, dass eben 10% der Bevölkerung besitzen 90% der Vermögen. Ja, das ist noch viel krasser. Und die kriegen natürlich auch 90% der Zinsen. Ja, das heißt, also über den Zinsmechanismus findet weltweit und auch innerhalb von Deutschland, von Europa eine riesige Armutsreichtumstransformation statt. Inzwischen eben über 200 Milliarden Euro pro Jahr, die alleine in Deutschland so von den armen Haushalten zu den Reichen fließen. Das kann über den Bundeshaushalt, über den Staat alles gar nicht wieder rückgängig gemacht werden. Oder auch über Kollekten, die wir einsammeln, um wieder was zurückzutransferieren. Dies ist hier eine grundlegende Grafik, einfach um mal die Kraft des Zinses darzustellen. Die ist nämlich nicht geringer als die Kraft von der Atomenergie. Wir haben inzwischen eingesehen, wir können die Atomenergie nicht beherrschen, in Deutschland einen Ausstiegsbeschluss gefasst. Die exponentielle Funktion, die bei der Kernspaltung ist, haben wir auch im Zins. Und wir haben das alle im Kopf nicht verstanden, in Mathematik nicht umsonst immer Probleme, bei Exponentialrechnungen, weil unser Kopf das in der Natur gar nicht wiederfindet. Wir kennen natürliche Wachstumsverläufe, das heißt, wenn wir wachsen die ersten 20 Jahre, Körpergröße, dann bleibt sie gleich und wenn wir alt werden, geht sogar wieder etwas zurück. Die Bäume auch, die wachsen nicht in den Himmel, irgendwann wachsen sie nicht mehr. Und dann kennen wir noch lineares Wachstum, das wäre hier bei 50 Jahren also immer so ein gleichbleibendes Wachstum. Das können wir denken. Was wir nicht denken können, ist dauernd die Verdoppelung von Beträgen, wie es bei Zins und Zinseszins passiert. Wenn Sie ein ganz normales Blatt Papier nehmen und das 40 Mal falten, dann ist das immer eine Verdoppelung, wie beim Zins und Zinseszins. Was glauben Sie, was da für eine Höhe rauskommt, wenn man dieses Blatt 40 Mal faltet? Sagen Sie mal was. 2 Zentimeter. 10 Zentimeter. 10 Zentimeter, wer bietet mehr? Bis zum Mond. Es kommt die Strecke von hier bis zum Mond dabei heraus. Wir können exponentielles Wachstum nicht denken. Es kommt einer auf eine Seite, dann 2 auf 2, dann 4 auf 4,
das ist, ne, wie mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett. Man ertrinkt, aber wir können es nicht denken. Und bei einem Zins von 7% verdoppelt sich die Geldmenge alle 10 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg ein einigermaßen funktionierendes Weltfinanzsystem, wo im Grunde alle 10 Jahre sich die ganzen Vermögen verdoppeln, aber die reale Wirtschaft kommt gar nicht hinterher und dadurch entstehen also die ganzen Blasen, die wir haben. Und das ist also eine Grafik, die von 1950 bis zum Jahr 2000 mal aufzeigt, wie ist eigentlich das reale Wirtschaftswachstum in Deutschland, also das, was wir am Bruttosozialprodukt jährlich erwirtschaften, die Inflation ist rausgerechnet, also wirklich, was ist real, wird produziert in jedem Jahr, dann sieht man, unsere reale Wirtschaft hat sich versiebenfacht in diesen 50 Jahren. Das Geldvermögen hat sich in der gleichen Zeit ver-32-facht. Das heißt, über Zins und Zinseszins wächst das Geldvermögen viel stärker als unsere Realwirtschaft. Die Realwirtschaft wächst im Durchschnitt der letzten Jahre nur noch um 1% pro Jahr. Aber Zinsen sind immer mindestens 3, 4, 5%. Sonst funktioniert das Geldsystem gar nicht. Und dadurch haben wir Riesenblasen, die irgendwann wieder platzen müssen. Und wir wundern uns alle. Erst war es die Aktienblase, jetzt war es die Immobilienblase, jetzt kommt die Staatsanleihenblase. Aber irgendwelche Blasen müssen immer wieder zerplatzen, weil wir an ein Geldsystem glauben, was gar nicht funktionieren kann. Und diese Blasen, dass also so viel Geldvermögen da ist, und zwar viel mehr Geldvermögen als Realwirtschaft, sieht man auch am internationalen Derivatehandel, am Devisenhandel, der also einfach weltweit explodiert. Es werden inzwischen nur noch 5% der Devisen, die weltweit gehandelt werden, für realwirtschaftliche Gütertäusche gebraucht. Alles andere ist ein Riesenpopanz, man könnte auch sagen, ein großes Spielcasino weltweit, was wir mit diesem Geldsystem füttern. Aber die EZB interessieren doch diese Asset Bubbles gar nicht. Die interessiert sich nur für die Inflationsrate für einen ganz bestimmten Bauern. Ja, die Frage ist nach der Inflationsrate. Was wir messen, ist die Inflationsrate für die täglichen Güter, die wir haben. Was nicht gemessen wird, ist die Inflationsrate für Vermögenswerte. Da gibt es noch keine Statistik drüber, das wird aber seit 10 Jahren diskutiert. Und es ist so, dass die Zentralbank schon vor 10 Jahren gesagt hat, wir können diese Inflation der Vermögenswerte nur verhindern, indem wir nicht so viel Bargeld drucken. Also das, was wir als EZB tun, dieses Geld in die Welt bringen aus dem Nichts, das müssen wir beschränken, weil sonst natürlich diese Blasen entstehen. Was machen sie aber zur Bekämpfung der alten Krisen? Sie schmeißen riesen Billionensummen in die Wirtschaft rein, weil sonst das Wirtschaftssystem und der Bankensystem zusammenbricht. Das heißt, sie bekämpfen die aktuelle Krise mit dem, wo sie wissen, es wird die nächste Vermögensblase hervorbringen. Das heißt, das geht nicht lange gut. Es kommen nur noch ganz wenige Statistiken jetzt, dann sind wir auch durch mit der Einführung. 1960 bis zum Jahr 2000, zwei Zahlen abgetragen für Deutschland, das gilt aber mehr oder minder für alle großen Industrienationen, nämlich die Wachstumsrate der Wirtschaft jedes Jahr abgetragen, im Durchschnitt eben. Da sieht man, in den 60er Jahren hatten wir noch ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5% in Deutschland. Und das ist also hier von 2000 bis 2010 inzwischen auf 1% pro Jahr gesunken, das reale Wirtschaftswachstum. Bis in die 70er Jahre waren die langfristigen Zinssätze unterhalb dieser Wachstumsrate der Realwirtschaft. Seitdem sind die langfristigen Zinssätze oben drüber. Seitdem haben wir Globalisierung, weil ich kann die Zinsen nur noch erwirtschaften, wenn ich meinen Wirtschaftsraum ausweite. Ich muss Entwicklungsländer und anderes in die Verwertung des Kapitals mit einbeziehen. Und seitdem haben wir auch die Arbeitslosigkeit in Deutschland, also die Probleme, die Verwerfungen nehmen zu, dass wir die Arbeitslosigkeit jetzt reduzieren, machen wir nur auf Kosten, dass in anderen Ländern die Arbeitslosigkeit steigt. Also genau diese Spanne zwischen Zinssatz und Wachstum der Realwirtschaft macht die ganzen Finanzblasen aus, macht auch eine Menge von Arbeitslosigkeit aus. Und das ist jetzt eine Gleichung oder eine Grafik, wo man eigentlich ein halbes Jahr Studium für braucht, um es wirklich zu kapieren. Wir versuchen es trotzdem in 2 Minuten rüberzubringen. Das ist die sogenannte Zinstreppe, was ganz wesentlich ist für unsere Geldwirtschaft. Das hier sind Zinssätze von 0 bis 7% positiv und negativ. Und das sind die Zinssätze, die man also für Ersparnisse auf der Bank bekommt. Die sind hier abgetragen. A sind die Zinssätze, die ich für Bargeld bekomme, nämlich da kriege ich gar keine Zinsen für. Wenn ich Bargeld in der Tasche habe, ja, dann wächst das nicht. Wenn ich aber das Geld auf dem Girokonto tue, dann habe ich früher schon mal bis zu 1% Zinsen gekriegt. Inzwischen ist das alles gesunken auf ein A0.
C sind dann Sparbücher, so Einlagen, habe ich früher so 2-3% gekriegt, ja. Bis hin zu E, langfristige Einlagen, oberhalb von 3 Jahren. Da habe ich früher auch 5-7% Zinsen für gekriegt. Mittlerweile ist das Problem, dass diese langfristigen Zinssätze auch auf 3% abgesunken sind, wenn ich was zur Bank bringe. Ich kriege heute für Tagesgelder eigentlich denselben Zinssatz wie für langfristige Anlagen. Aber unser Geldsystem funktioniert nur, wenn es diese Zinstreppe gibt. Es ist der einzige Anreiz, dass wir als Sparer sagen, wir geben den Banken und Unternehmen und Staaten langfristig Geld, mit dem sie arbeiten können. Das mache ich nur, wenn ich einen hohen positiven Zinssatz kriege. Weil wenn ich einen niedrigen Zinssatz nur kriege, dann kann ich es ja auch gleich nur tageweise zur Verfügung stellen und kriege ja dasselbe. Also unser ganzes Anreizsystem funktioniert über diesen positiven Zins. Und es gibt jetzt ein Modell, wie man das verändern kann, indem man einfach sagt, diese ganze Zinstreppe ziehen wir nach unten. Dann hat man dasselbe Interesse, aber eine ganz andere Denkweise dahinter. Wenn ich nämlich für Bargeld einen Negativzins von 6% im Jahr zahlen müsste, sprich, ich weiß, wenn ich mein Bargeld das ganze Jahr in der Tasche habe und gebe es nicht aus, ist es am Ende des Jahres 6% weniger wert. Dann hätte ich einen Anreiz, es entweder auszugeben oder was ich überhabe, auf die Bank zu bringen, langfristig anzulegen, dann brauche ich diese Gebühr, diesen Negativzins nämlich nicht zu bezahlen. Das heißt, ich spare auch diese Gebühr, diese 6%, wenn ich mein Geld langfristig zur Bank bringe. Das ermöglicht aber, dass der langfristige Zins bei 0 oder 1% liegen kann, also so hoch wie das reale Wirtschaftswachstum ist. Und alles käme ins Gleichgewicht. Ich hätte keine Geldblasen mehr, keinen Geldgott. Weil man würde das Geld eigentlich den Waren und Gütern gleichstellen erstmals. Das Geld wächst nicht mehr in den Himmel, sondern es rostet. Wie auch normale Waren, Äpfel, Häuser, alles verliert an Wert, nur unser Geld nicht. Mit diesem Modell würde man sagen, auf dem Girokonto zum Beispiel, wird nicht mehr die Bankgebühr nach Monaten berechnet, sondern danach, wie viel Geld habe ich auf dem Girokonto. Je mehr ich auf dem Girokonto habe, desto mehr Gebühren muss ich zahlen. Dann hätte ich einen Anreiz, mein Geld nicht auf dem kurzfristigen Girokonto zu lassen, sondern langfristig für Projekte, für Staaten zur Verfügung zu stellen. Je mehr Geld langfristig zur Verfügung gestellt wird, desto weniger müssen die Staaten für langfristige Kredite haben, Zinsen bezahlen. Dann könnte man für 0% an Griechenland, an Spanien, an Deutschland und alle Staatsprobleme wären eigentlich viele von der Finanzierung her gelöst. Wir hätten den Gott Geld entzaubert, wenn wir sozusagen diese kleine Maßnahme machen würden. Das nochmal zurückgeführt auf unsere Thesen, wie wir das in Thesen verpackt haben. Die 8. These sagt eben, man kann dieses neue Modell heute schon als Christ umsetzen. Wir sollten das nicht einfach nur als Theorie belassen. Konzepte für Geldsysteme ohne Vermögenszins liegen vor. Bereits heute können Christen Alternativen praktizieren. Von der Vergabe zinsfreier Darlehen im persönlichen Umfeld und innerhalb von Kirchengemeinden über zinsfreie Geldanlagen christlicher Banken, der Beteiligung an zinsüberwindenden Regionalwährungen bis hin zur Schaffung einer eigenen zinsfreien Währung im kirchlichen Raum. Die Regiogeld-Initiative haben es vorgemacht, über 100 im deutschsprachigen Raum, in 30 Regionen funktioniert es schon. Wir können selber neues Bargeld drucken, wir können einen neuen Girokreislauf mit diesem veränderten Zinsmodell in Gang setzen und können damit wirklich etwas an diesem Machtsymbol und am neuen Gott Geld verändern und das Geld entzaubern. Wir haben es selber. Diese christliche Geldreform, dazu haben wir auch schon den Entwurf eines Handbuchs erarbeitet von der Initiative, das schon in verschiedenen Kirchengemeinden vorgestellt wurde. Wir sehen oder schlagen vor 4 Stufen der christlichen Geldentwicklung, nämlich dass man anfängt überhaupt als Christen zusammen zu sagen, wir wollen eine andere Ökonomie, wir tauschen untereinander, wir führen eine eigene Währung ein, um Wirtschaft zu finanzieren und zu organisieren. Dann weiten wir dieses System aus, tatsächlich auf die Welt, also auch auf Nichtchristen. Wir können damit anfangen in der Kirchengemeinde und es dann ausweiten. Wenn man dann mehrere Geldsysteme miteinander verbinden würde von einzelnen Kirchengemeinden, hätte man schon wieder eine größere Bedeutung. Und letztlich könnte man auch weltweit ein christliches Geld- und Finanzsystem etablieren. Die 9,5. These bei uns weist auch darauf hin, dass sowohl bei den Juden wie auch im Islam eine ähnliche Zinskritik ja besteht.
Und man kennt das Islamic Banking, was großen Einfluss inzwischen hat oder steigenden Einfluss. Wir könnten uns dort sogar mit anderen Religionen zusammentun, um wirkliche Werte auch in das Geldsystem hineinzubringen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. War jetzt ein bisschen länger die Einführung. Was wir auch sagen können, diese ganze Initiative ist entstanden, vielleicht noch die nächste Folie, auf dem Hintergrund der Christen für gerechte Wirtschaftsordnung, wo wir drei eben Mitglieder sind und der Thomas Huster auch. Diesen Verein gibt es seit Anfang der 70er Jahre, ähnlich wie Eukokredit, entstanden, wo man damals schon diese Zinsproblematik gesehen hat und gesagt hat, wir als Christen für gerechte Wirtschaftsordnung wollen eben dieses veränderte Zinssystem und Geldsystem versuchen, in die Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Und wir haben eben gesagt, okay, wir müssen in der heutigen Zeit uns eine Kampagne quasi ausdenken. Das waren diese 9,5 Thesen, indem wir das ganze Denkmodell einfach nochmal aktuell zugespitzt haben. So viel zur Einführung. Schuldenkrise sehen, dass A, die Banken die Risiken kaum übernehmen, ja, also Vergemeinschaftung der Risiken und Privatisierung der Gewinne, das wird ja immer wieder diskutiert, das ist aber im Kredit selber schon angelegt, ja, weil die Banken es gar nicht gewohnt sind, dieses Risiko zu übernehmen, denn was passiert, wenn sie den Kredit nicht zurückzahlen, der ja, wie gesagt, aus dem Nichts größtenteils geschöpft war, es kommt zur Übertragung von Eigentum. Die Bank greift zu auf ihre Sicherheiten, Immobilie, Firmen, Lizenzen etc. Also das, was Sie im Großen sehen, haben Sie im jetzigen Kreditsystem schon angelegt.